Hallo und herzlich willkommen zurück zu We Need To Go Deeper. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in des Unterseekaninchen und mit dabei ist Mengenrabatt. Aye, aye, Captain. Die Seeleiche und Flummi. Hallo. Und es ist einiges passiert, es gab einiges an Updates und Neuerungen und deswegen wollten wir mal wieder hineinschauen in die Tiefsee. Oh Gott, ich bin schon wieder komplett, ich kann es immer noch nicht mit der Steuerung. Wir haben eben gerade schon mal ganz kurz gespielt, sind sehr weit gekommen, wir waren grandios, es lief super. Und wir wollen mal schauen, welche fantastischen Dinge dort unten auf uns warten. In der Tiefsee. Wie weit wir kommen, wie viele Phantome. Es gibt zum Beispiel ein Radar. Radar! Das nutzt. Da ist ein Fisch. Ich muss raus. Warte, ich schieße. Das ist noch in Ordnung. Nee. Oh, die Steuerung! Was du auch machen kannst, ist, dass wir vielleicht zwei Schilde haben. Du hast jetzt, glaube ich, zwei auf Antrieb, oder? Ja, jetzt gehe ich erstmal reparieren. Wenn es nicht geht, dann schrei, denn wir können jetzt alle reparieren. Ja, wir sehen ja auch die Zahl zur Not. Ja, aber es ist ja auch eine Frage der... 48 ist ja noch chillig. Genau. Und schon hört man, dass der Antrieb geringer geworden ist. Ich muss halt Flummi sagen, ob das geht mit dem Fahren, weil sie ist ja die Fahrerin. Hier ist irgendwie Wasser bei mir, warum? Ja, du musst. Das sind noch Reste, da habe ich vorhin ein Loch repariert. Falsche Richtung. Fischer! Hier ist alles trocken, sehr schön. Sehr schön. Es gibt auch Händler jetzt, Unterseestationen, wo man das gefundene Gut investieren kann in Schätze und Besonderheiten der Tiefsee. Da ist zum Beispiel ein Fisch als Besonderheit. Als lokale Spezialität, die man sich einverleiben kann, wenn man auf Meeresfrüchte steht. Ich weiß nicht, ob man diese Tentakel dort berühren sollte, das weiß ich nicht. Ich will das alles nicht berühren hier. Oh, ganz viele Fischis. Ja, das muss so. Wir haben Schilde. Wie auch immer diese Schildtechnologie funktioniert. Weg! Wow, geil. Noch mehr? Ich bin noch ein bisschen sparsam, aber ich sollte nicht ganz so sparsam sein, habe ich gelernt. Mit dieser Waffe! Wow. Sollte da einmal links gucken, ob da was Schickes Fleisch. Ist. Ja, hast du welche jetzt gefunden? Hier drin, ne? Nein. Okay. Hör auf so zu fahren, du Fisch. Das ist schneller als mein MG. Geh doch nach Hause. Geh doch. Wer zu Fischfutter? Nein, das wollte ich nicht. Na, ist egal. Das muss so. Das ist ein Warnschuss gewesen. Schiff ist wieder heile. Nee, schon wieder falsche Taste? Ich wechsle immer. Wer hat sich denn das ausgedacht? Das A und D, die Munition wechseln. Wer kommt dann auf so eine Idee? Oben und unten ist das Steuern. Fisch. Ich höre einen Schreien, aber ich sehe. Da ist eine Höhle. Ist das eine Höhle links? Nö. Schade. Sieht halt, ich sehe halt nicht so viel hier auf meinem. Ich glaube nicht. Horchposten. Weiß nicht, wie sieht denn das aus auf. Ist halt wirklich Radar. Eine Höhle. Ich glaube. Auf dem Radar weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass es Radar gibt. Unten ist was, was rundlich aussieht. Das könnte eine Höhle sein. Oder auch einfach nur ein Hügel. So langsam könnte eine. Ja, da ist eine Höhle. Dann kann man aussteigen in die wilde Tiefsee. Ja, Höhle. Geht alle weg, die Fische. Ha! Raus geht's in die. Das sieht auf dem Radar nicht besonders aus. Wie sieht. Sag mal, kann jetzt nicht gucken. So. Da wird bestimmt Tolles lauern. Was bist du denn? Ich glaube, es ist tot, Jim. Ja, oh, Gold! Ja, oh, Krabbe! Leertaste ist abrollen, denn falls irgendwie böse Monstrositäten zu böse sind.
Ein Pilz! Kann man nicht mitnehmen, glaube ich. Ups. Oh Gott. Ja. Ich helfe mal. Ah, nee. Ah, lass mich. Sterbe. Ja, das ist okay. Stirb halt. Hier, komm, ich helfe mal Flummi. Wo ist sie denn? Ich laufe gerade zum Schiff zurück. Noch 5 Leben. Ja, dann. Okay, ja, stimmt. Heilen. Stirb, du Fisch. Das ist kein Fisch, ich weiß. Mingi plündert da oben, weißt du? Ich höre das ja, da schon plündern. Ja, hallo. Ich, Nachtigall, ich höre dich plündern. Was hast du denn da oben Schönes gefunden? Gold. Gold und Juwelen. Oh, süße Babykrabbe. Sie ist tot, Jim. Die ist auch nach einem Schlag. Du hast was im Gesicht. Die Seesterne kleben sich an dein Gesicht und fressen sich dann von innen auf. Lecker. So wie das Seesterne machen. Und dann springt aus dir ein Chestburster raus. Haben wir gehört, das machen Seesterne so. Aua. Hallo, Flummi. Willkommen zurück. Boah, eine ganz große Schatztruhe. Mit ganz viel Geld. 168. War das hier schon alles? Das scheint schon alles gewesen zu sein. Ja, das war schon alles. Da war die Einstiegshöhle. Aber noch keine Waffe oder irgendwie sowas Besonderes gewesen, ne? Ne. Nee, nichts Besonderes. Schade. Na gut. Ich muss hier mal schlafen legen. Ah, so anstrengend, so aufreibend gewesen. Ah, erstmal mal schlafen. Gehst du aus meinem Bett raus? Nö. Ich mag nicht kuscheln. Zuff, gehe. Zitze. Wo sind wir denn gerade? Wie tief sind wir denn? Zeig mal. 761 Faden. Bindfaden. Binfortfaden. Hey Seeleiche, brauchen Sie Hilfe? Nö, ich habe alles im Griff. Los geht's! Oh, es geht los. Ist hier runter? Nein. Nope. Es geht schon, nicht weit. Fahr ich denn in die Höhle rein? Nein, rechts ein Fisch, links ein Fisch. Kata, du hast mich angesteckt. Wollte gerade sagen! Ja. Das ist mein guter Einfluss. Piu, 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 piu. Fischis, zwei Fischis unter uns, beziehungsweise einer jetzt über uns. Oh ja, der muss da. Ich gehört, das muss so. Naja, Tiefenrekord, way! War nicht schon der erste Meter ein Tiefenrekord bei dir? Also, in beide Richtungen. Was ist das denn für eine Aussage, Tiefenrekord beim ersten Mal spielen? Oh, das ist eine. Was ist das? Eine Strömung. Ach, geil. Ja, auf beiden Seiten sind Strömungen, die uns runterziehen. Die unser Schild weggemacht hat. Was? Da ist eine Seeschnecke. Können wir da rein? Eine Höhle, glaube ich. Oh ja, geil. Sieht aus wie eine Höhle. Sieht so aus. Rein in die Höhle. Ja! Hermit-Hovel. Hermit ist doch so ein Einsiedler, oder? So eine Krebskrabbe. Was bist du denn? Hermit, you seem like good little people Hermit for you, three pieces of trash. Woo, thank you. Long range rifle. Korrosive Munition, was ist das? Trash. Keine Location. Oh, das war genau das, was ich mir gewünscht habe. Dankeschön. Du bist so toll. Irgendwie ist er weg. Ja, der hat sich in seinem komischen Müllberg vergraben. Ja, es ist wirklich widerlich. Da sind auch Schädel drin, übrigens. Ja. Ja, das sind Leute, die nicht wie nette Leute gejagt haben. Ja, wir sind nett gewesen. Er hat uns drei Sachen gegeben. Wir haben jetzt neue Waffen und korrosive Munition. Was auch immer korrosive Munition macht. Ich komme nicht durch die Tür. Verrosten? Ja, aber was? Ist sich selbst. Oh, unsere guck mal, die Kanonenkugeln. Die haben jetzt ein Symbol dran. Und selbst wäre scheiße. Yeah, Gift. Cool, mit Gift. Vielleicht ist das gegen die Bossgegner gut. Ja, es gibt Bossgegner. Ja, Bossgegner. Oh, geil, meine Waffe. Alter, was ist das denn? Habe ich jetzt noch...
Habe ich noch eine. Habe ich jetzt noch das MG auch noch? Oder ist das. Nur die nicht, ich habe jetzt nur noch die. Okay. Alter, jetzt kommt her. Ich habe mein Karabiner. Links zwei Fischis. Alter, zwei Schuss und mit so einem Karabiner und die Fische sind weg. Ich brauche keine Kanonenkugel mehr. Nach unten bitte. Schießen halt langsamer, aber Alter. Links cool, kommt ein Fisch. Das ist auch neue Waffenvarianten. Das ist unten cool. Ein Fisch. Wenn die wirklich gewesen. Zufällig sind, hallo Fischi, dann heißt das ja, dass jeder Spielmodus wieder komplett anders ist. Jeder Spieldurchlauf wieder ganz anders. Oh, hallo Fisch. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Unten kommt was Eckiges. Was Eckiges? Das Eckige muss ins Runde. Ein alter Tempelpalast. Sehr schön. Atlantis! Das ist ja richtig cool. Undersea Civilization? Lass sie uns plündern und brandschatzen! Das ist aber hübsch hier. Oh, das sind wirklich. Hallo, Leute. Mein Guter! Hallo! Nicht angreifen. Du kannst doch Cthulhu'sch. Du kannst doch Cthulhu'sch, was sagt er denn? Sie heißen uns hier willkommen und wollen bitte unser ganzes Geld haben. Das wollen sie wirklich? Das sind Händler. Wenn wir... Cool. Das geht doch. Aber wir haben jetzt aber nur das Geld, was rechts unten genau, ist. Genau, 300, ne? 367. Ja. Na gut, dann können wir uns da wohl nichts kaufen. Der ist irgendwas rot. Rot ist nicht gut, oder? Rot ist scheiße. Kannst du zwei reden gerade. Ach so, die reden. Ich dachte, rot ist scheiße, dass die... Nö, das sind einfach, die haben verschiedene Farben für verschiedene Leute. Siehst du, einer hat auch lila Backen und der andere hat so orangene Backen. Kiemen nennt sich das. Kiemen. Aber das heißt, wie soll man denn jetzt 4.800 haben? Alter, 4.000, das so viele habe ich nicht mal. Doch, ich habe 5.000 oder so. Cool, cool. Dann lohnt sich das ja vielleicht wieder mal hochzufahren, sozusagen. Weißt du, wenn du irgendwie jetzt genügend Geld hast, dann sagst du, da oben war eine, so eine Undersea Cave, da gehen wir jetzt nochmal hin und dann holen wir uns das und das Upgrade oder so. Ja, wobei, ich glaube, die findet man vielleicht ja jetzt häufiger. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Das sind nur Überlegungen gerade. Ja. Halt, wenn es zufällig ist, man halt mal Glück hat und sie ja später auftauchen, wenn man das Geld hat. Ja. Auf was schießt du da? Da ist gar nichts. Doch, da sind, siehst du die Fische, nicht? Da oben ist was. Ins Gesicht. Was ist das? The Quacken. Wow. Das habe ich auch gerade da noch gar nicht sehen können, bevor es da war. Was ist das? Ich weiß nicht, aber ein Töte ist. Warte, bleib mal stehen. Müssen wir diese komischen Glubben da. Die Babys. Ja. Kriegt der Schaden davon, der Squadkin? Nee, ne? Ja, doch, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Nein, ich treffe nicht! Sie sind so schnell! Das sind aber wahrscheinlich auch nur seine Kinder gewesen, ne? Ja. Das ist nicht klar. Ja. Er hat auch keinen Schaden bekommen irgendwie, ne? Sind noch doch, mehr doch, so ein bisschen. Drin, ne? Ganz, ganz wenig links. Oh mein Gott, wie viel ist das, bitte? Oh Gott. EMP? das schreit nach EMP irgendwie ein bisschen. Oh Gott, ist noch mehr. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich sehe ihn da schon. Oh Gott, ich hab Angst. Bitte erst die Babys töten. Oh, oh. Meinst du? Erst die Babys? Ja. Ist noch nicht so leicht, die zu treffen. Oh, das war gut. Irgendwo hinten ist noch ein Baby. Oh Gott, das war falsch. Nein, das wollte ich nicht. Es tut mir leid, Baby. Oh, das sind 3, 4, 5. Ich glaube, der spawnt die. Wir haben die innen drinne. Wir haben Besuch, Die sind die eklig. Geht so. Wir haben Besuch. Oh, ich bin fast tot. Wir haben 3 Stück. Oh, Kacke. Nun, also, Ich will auch nicht sterben. Oh doch, ich glaube, der ist tot. Mach ich mal Schiff heile? Muss ich mich irgendwie heile machen? Ich bin halb tot. Ich auch. Ja, okay, dann.
würde sagen, das schreit fast nach einem EMP, oder? Weil draußen sind noch zwei. Gut, die kriegen wir noch weg. Warte mal, wenn wir den da unten weg haben. Ich versuche mal. Das war dumm. Ich brauche Hilfe. Okay. Hilfe. Ja. Unterwegs, geh! Aua! Okay, ich muss mich mal kurz heilen. Ja, mach das. Ich auch gleich. Irgendwo ist noch eine Beule. Ich versuche uns dabei mal ein bisschen die vom Leib zu halten. Die kommen ja immer wieder. Ich glaube, der spawnt die. Mhm. Das glaube ich auch. Okay, aber bisher ist es recht ruhig. Warte mal. Bleib mal noch in der Ecke. Ja, da kommen nämlich schon wieder welche. Und ich bin noch halb tot, deswegen. Ich fange mich auch nochmal. Und ich weiß nicht, wie es Mengi gerade geht. Ich heile mich gerade. Sehr gut. Na komm, gib mir Energie. Der nächste, bitte. Okay. Und dann werde ich gleich die korrosive Munition mal auf den Typen ballern. Das ist der Scheiß auf The Quatkin. Wir haben Geld gekriegt. Geld! Geld! Der einzige Grund, weswegen man in die Tiefsee geht. Geld! So, okay. Ah, schon wieder so ein Vieh. Okay. Wollen wir mal auf Quatkin schießen? Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Ja. Soll ich mal mehr Energie auf die Munition geben? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist in Ordnung so. Ich muss noch gucken, dass ich ihn... Ah, der spuckt da die aus. Das hat irgendwie keinen Schaden gemacht. Bräuchte ich vielleicht jemanden, der meinen... Das hat Schaden gemacht. Hat es? Ich sehe das ja irgendwie nicht so. Ich würde, glaube ich, lieber auf den unten schießen, weil der immer weiter neue ausspuckt. Ja, ich habe noch keine Munition, das ist das Problem. Und wir sind jetzt gleich... Das macht keinen Schaden mit dem... Ach, ich muss da drauf schießen. Ja, wir haben auch wieder welche drin. Ja, fahr mal irgendwie... Wir haben keine Munition mehr, oder? Doch, aber wir werden halt, geentert die ganze Zeit. Ja. Oh, hier sind ganz viele. Ah, Hilfe! Scheiße. Direkt davor geschwommen. Ah, dreh dich anders! Gut. Bei Flummi ist ganz viel Spaß oben, wenn ich das richtig höre. Oh Gott, ich bin tot. Ich muss hier weg. Oh, ich kann nicht mal zum Bett, weil da ist Action. Warte. Oh Gott. Ich hab noch ein Leben. Wir haben noch zwei! Woo! Ich hab noch einen. Ich ertrinke! Mach die Tür auf! Tür auf! Geht. Ah, doch, geht. Wir müssen die Löcher flicken. Sonst ertrinken wir alle hier drinnen. Macht mal einmal ein EMP vielleicht an oder irgendwie sowas. Nein, ich will nicht ins Bett, wenn das... Ah, nein, ich bin tot. Scheiße. Ich wollte hier noch... Ich glaub, man kann nicht ertrinken. Retten. Nein, ich ertrinke! Okay. Okay. Scheiße. Okay. Das ist mein Boss. Aber die Truhe geht auf. Ja, die Truhe geht auf. Ich habe Level 2! Was bringt mir das? New Items. Mit Fragezeichen. Die wir uns dann kaufen können, vermutlich. Mit dem Geld, was unsere Leichen mit nach oben gebracht haben. Ich denke, einer sollte doch heilen. Was? Wie kommen wir denn hier raus? Ach so. Das lief ja super. Irgendwer schon raus. Was? Direkt. Was? Raus? Gucken wir mal, was kann man sich denn kaufen? Was haben wir in diesem neuen Katalog? Prison Guard. Ich habe ein Schwert für 1500 Geldeinheiten. Ich habe gar nicht so viel. Ich habe auch nur drei Sachen. Ich will doch keine Klamotten kaufen. Ich brauche Waffen. Ja? Ich weiß nicht, ob ich mir gar keine Waffen kaufen. Nee, irgendwie. Also die meisten Waffen findet man, glaube ich, und schaltet sie dann, glaube ich, auch damit frei, wenn man sie gefunden hat. Aber das war doch eine grandiose erste Folge. Yay! Total. Wir sind gestorben! Am ersten Boss, hallo? Okay, das ist in Ordnung. Ah, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.